Das ist der schnellste Wochenrecap Österreichs von Flowmedia. Seit dieser Woche kursieren Fotos und Videos von der finnischen Premierministerin, wo sie feiert. In den Videos sind Rauschmittel zu sehen, die mutmaßlich auf einer Party konsumiert wurden. Nun wird darüber diskutiert, inwiefern eine Regierungschefin Party machen darf und soll. Wir in Österreich haben ja schon ein bisschen was erlebt und, glaube ich, verstehen das ganz gut, wenn Politiker einfach mal Party machen wollen. Kommt drauf an, was halt bei der Party besprochen wird. Seit über 600 Tagen gibt es in Österreich kein Klimaschutzgesetz. KlimaaktivistInnen kritisieren die Regierung, dass noch immer nichts da ist, obwohl es im Regierungsabkommen steht. Die Regierung hingegen sagt, dass sie hart dran arbeiten und bald was vorlegen. Diese Woche gab es den 24. Femizid in Österreich. Frauenorganisationen sprachen sich schon vor einem Monat aus, dass die Regierung endlich handeln soll, weil gerade nochmal durch die Teuerung und Inflation allgemein Frauen nochmal stärker Gewalt ausgesetzt sind. Derzeit gibt es noch keine konkreten Pläne der Regierung oder Frauenministerin Susanne Raab von der ÖVP. Auch diese Woche gab es wieder ein Sommergespräch. Diesmal war FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Gast. Hier sind die drei wichtigsten Punkte, damit du dir ein Bild von dem Gespräch machen kannst. Kickl ist für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland. Der ORF soll sich federführend als oberste Propagandamaschine in Österreich bei der Spaltung der Gesellschaft beteiligt haben, so Kickl. Und er hat einen Lösungsansatz gegen die Teuerung. Man könnte einfach die Mehrwertsteuer auf Energie senken und CO2-Zertifikate verschenken. Das waren die News der Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, schön. Schön, ja. Uns gibt es übrigens auch auf Insta.